Die Welt wird ja immer hybrider. Wir haben jetzt 2 Jahre hinter uns mit fantastischen Produktionen. Der Rosenhof hat eine lange, lange Historie im Bereich Entertainment. Wir haben dann natürlich auch jetzt für neue Projekte Zugriff auf viele Künstler, auf das ganze Team hier, was wirklich viel Erfahrung hat, Konzerte und Erlebnisse zu organisieren und auszurichten. Gepaart das Ganze jetzt mit den Kompetenzen des Team Karin Burger. Dieser neue Zusammenschluss bringt uns viele Möglichkeiten. Und jetzt haben wir eben hier eine Location ganz frisch umgebaut, die wir bespielen können in unterschiedlichen Szenarien. Wenn wir Gäste vor Ort haben, hier geht es rein. Wenn zum Start eines Events mehr Leute kommen, das geht ja dann immer so in Pulks, dann können die hier aufgereiht werden, müssen nicht im Regen stehen. Hier sieht man, wir haben ja so ein bisschen mal halb bestuhlt. Wir haben hier die Möglichkeit, bis zu 450 Gästen sitzend unterzubringen. Wir haben hier, wenn wir hier mal weitergehen, noch ein Foyer für solche Geschichten wie Empfang vorher oder auch, und das ist hybrid eben wichtig und deshalb mag ich diese Location, wir haben unterschiedliche Räume, die wir dann auch unterschiedlich bespielen können. Breakout-Räume, separate Sessions, die dann parallel passieren. Wir haben das Ganze technisch, sowohl das Team Rosenhof als auch wir jetzt von der Hybridtechnik sehr modular angelegt, dass wir eben auch die Settings verändern können für das, was man macht. Die Geschichte der Quelllüftung, das ist natürlich eine super Besonderheit jetzt in Corona-Zeiten. Unten aus diesen Stufen kommt Frischluft, virengefiltert, in den Saal rein, also konsequent von unten und wird nach oben abgeführt. Hier oben, das ist einer von 2 CO2-Messern, das heißt, hier wird ständig der CO2-Gehalt gemessen und wenn denn notwendig ist, können wir alle 3 Minuten hier die komplette Luft tauschen. Man sieht das so ein bisschen an dem Nebel hier. Wenn man hier auf der Bühne ist, ein bisschen Nebel eingeblasen, der bewegt sich nach oben. Das hat genau diesen Grund mit der Quelllüftung. Die Bühne ist also hier nach vorne erweiterbar und kürzbar. Das haben wir hier mal so gelassen. Also dieses Element kann komplett abgenommen werden. Hier kann auch noch ein Element dran gesetzt werden. Also hier auch schon zu sehen, das modulare Prinzip, was sich komplett auch in die hybride Technik durchzieht. Jetzt möchte ich ein bisschen was erzählen zur Hybridtechnik. Das Ganze ist auch hier komplett modular gemacht. Das heißt, in den Wänden ist entsprechende Internetverkabelung, ist entsprechende Fernsehverkabelung. Wir können alle Räume bespielen mit Netz, mit Bild und Ton. Modular, ne, also ist alles in Cases. Das hat zum einen den Vorteil, wenn wir mit Team Karin Burger unterwegs sind, nehmen wir diese Cases mit. Wenn wir hier sind, bauen wir es eben dort auf, wo man es braucht. Wir können Kameras ausstatten, also in beliebiger Zahl. Überall sind Kameraanschlusspunkte. Wir haben mehrere Kameras von diesem PTZ-Kamera. Steht für Pan, Tilt, Zoom. Also eine Kamera, die man drehen, schwenken und zoomen kann. Wie funktioniert das Ganze? Diese Kamera wird ans Internet, also an das hausinterne Netz angeschlossen. Irgendwo gibt es dann so einen Controller. Und dann kann man hier entsprechend diese Kamera fernbedienen. Durch die Größe kann man sie halt hier überall in das Rig hängen, wo es dann eben sinnvoll ist. Hier ist der Backstage-Bereich, den wir aber auch hybrid toll nutzen können. Also wir haben hier einmal komplett Badezimmer mit Dusche zum Umziehen, zum Frischmachen für Gäste, die vor Ort sind und natürlich auch für Künstler, die da sind. Neben diesem Bereich haben wir hier eine entsprechende Küche, die ausgestattet ist, wo hier fürs Catering gesorgt wird, sowohl für unten im Saal für kleinere Gruppen als auch dann hier für die Künstler. Diese LED-Wand hat so ein paar Besonderheiten. Das ist jetzt fest bei uns im Bestand im Team Karin Burger. Man sieht jetzt hier, wir haben das als Bühnenelement. Was ich ja besonders schön finde, ist, wenn man eben nicht nur ein Beamerbild irgendwo über der Bühne hat, sondern wenn man das Ganze so ein bisschen dreidimensional in den Raum ziehen kann. Ne? Also wenn man eben auch mal ein Hochkantelement hat und diese Displays etwas variabler einsetzen kann. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, auch die virtuelle Publikumsseite oder Gesprächsteilnehmerseite hier auf die Bühne zu bringen und zwar wirklich dreidimensional in den Raum. Man kann auch, wenn Menschen stehend übertragen werden, man kann wirklich hier 1:1 eine Abbildung auf die Bühne kriegen und dass die Präsenz und Augenhöhe von Menschen, die da sind und die zugeschaltet sind, ja, zumindest ähnlich sind. Selbst wenn wir in München etwas machen, wenn wir in Düsseldorf oder wo auch immer etwas machen, diese Wand ist transportabel, wir können sie ganz flexibel einsetzen. Da ist uns eben wichtig, dass wir genau diese das virtuelle Publikum zum Teil einer realen Bühne machen können. Und da sind wir jetzt sehr, sehr, sehr gut gerüstet und ich freue mich auf alle Projekte, die da kommen.